Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Days Gone, eine neue Aufnahmesession hier bei mir. Ja, nach einer sehr aufregenden letzten Aufnahmesession, da hat ja der Skizzo hier endlich mal die Ripper hergeholt. Wie ich es mir ja schon lange gedacht habe, ist es eben in der letzten Aufnahmesession endlich passiert. Ich dachte schon, wir können dem trauen, aber da bin ich fast sogar froh, dass wir es nicht können, weil ich täusche mich nur ungern und man sieht hier mal wieder, ich habe mit meiner Vermutung recht gehabt, was wir Missionsgebiet verlassen. Der ist wirklich hierher gekommen, beziehungsweise die Ripper sind hierher gekommen und er natürlich, ach ja, wir haben hier einen Deal gehabt, da Iron Mike, ich bin ja so unschuldig, ich wollte doch nur helfen, dem Camp helfen, ach, ich bin ja so ein guter Mensch, ich wollte doch nur die zwei ausliefern, weil da lassen uns die Ripper ganz bestimmt in Ruhe, weil die haben sich ja bisher an jeden Vertrag gehalten, also an dem werden sie sich definitiv halten. Ganz ehrlich, wie kann man denn mit denen überhaupt Geschäfte machen? Die haben alle Verträge, die es gibt, gebrochen. Wie kann sich denn der Skizzo sicher sein, dass sie sich an den Vertrag halten, den die geschlossen haben, wenn wir quasi ausgeliefert werden? Wenn wir in Gefangenschaft sind, also wir hier und Boozer, wer sagt dann dem Skizzo? Wer sagt denn dann, dass sie sich daran halten? Wer sagt dann nicht, dass die nach zwei Tagen wieder da stehen und sagen, so, und jetzt möchte ich gerne Eddie und Ricky und Iron Mike und alle anderen hier im Camp? Gut, das würde ihm wahrscheinlich gar nicht mal dagegen gehen, weil ganz ehrlich, wir haben ja die Liste gefunden von all den Leuten, die er nicht ausstehen kann. Da sind einige drauf, die sind aus mysteriösen Gründen schon umgekommen bei zahlreichen Ausflügen mit Skizzo, wo komischerweise nur noch er zurückkam, waren Dreierteam beispielsweise bei der einen Mine, wo wir auch die Sprengkabeln geholt haben, die wir jetzt auch gerade in unserer Hütte deponiert haben, weil wir irgendwas mit denen anstellen wollen. Ich weiß auch nicht genau was, wir haben jetzt gleich rausfinden, wir gehen gleich wieder zurück in die Hütte. Auf jeden Fall war er dort mit zwei anderen Leuten hier aus dem Camp unterwegs und ist aber nur alleine zurückgekehrt, weil anscheinend ist dort entweder eine Horde wieder zurückgekommen oder es war irgendein anderer Vorfall und die anderen zwei haben es leider nicht geschafft, laut Skizzos Aussage. Dann haben wir einen Zettel gefunden, wo genau drauf steht, dass die zwei, die dann nicht mehr zurückgekommen sind, die Leichen haben wir ja schon entdeckt, dass er die zwei sowieso loswerden möchte. Und da haben wir noch ein paar andere Kandidaten, wo das genauso zutrifft. Also ich glaube, der Skizzo, der hat viel mehr Dreck am Stecken, als wir hier noch wissen. Mal gucken, ob der Iron Mike das vielleicht auch irgendwann mal sieht und den dann vielleicht doch irgendwann mal des Camps verbannt und nicht hier irgendwo einsperrt. Ich weiß leider gar nicht, wo der ist. Irgendwo in einer Zelle ist er. Ich weiß nicht, wo sich die befindet, ob wir da überhaupt Zutritt haben. Keine Ahnung, vielleicht ist das irgendeine Geheimzelle, die nur Iron Mike kennt, beziehungsweise seine Handlanger, sagen wir jetzt mal so. Wir haben in der letzten Folge das Camp doch ein bisschen abgesucht, wirklich gefunden, aber keine Zelle. Da würde ich ja gerne mal vorbeischauen. Gerade jetzt eben mit seinem neuen Sniper-Gewehr, was wir wieder mit haben. Ich würde ganz gerne eigentlich dieses Gewehr da wieder wegtun. Können wir aber gar nicht, blöderweise. Das können wir mal reparieren. Okay, geht jetzt hier auch nicht gerade. Ich würde nämlich gerne statt dem SSR, das ist ja das Sniper-Gewehr von Skizzo, das wir ihm da in der letzten Folge geklaut haben, ich würde aber trotzdem wieder ganz gerne meine Armbrust dabei haben. Ich bin ja schon ein bisschen verliebt in die. Die hat schon manchmal ganz gut was drauf, wenn ich gut ziele. Was jetzt nicht so oft vorkommt. Hey, Dick. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizzos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen. Das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komme mit. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nicht vergessen. Er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du Sie wollen in Frieden ruhen, ich helfe Ihnen dabei. Deacon, das kannst du und warum nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Okay. Das Reservoir über dem Camp. Bist du bereit? Bin schon unterwegs, Bruder. Okay, ich bin fast da.
Und bevor wir da in die Mission reinstarten, richte ich mal ganz kurz mein Mikrofon. Warte mal. Ich habe da auf meinem Monitor so einen kleinen Punkt, wo ich es danach versuche, immer auszurichten. Ich habe da nämlich zwei so kleine Häkelchen oben runter stehen, wo man vielleicht irgendwas aufhängen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall versuche ich es da immer so mittig reinzuplatzieren. Ich habe gerade gesehen, es ist ein bisschen zu weit links. So, dann passt das nämlich alles ganz gut, auch mit der Höhe und so. Ich glaube, jetzt soll es wieder passen, alles in Ordnung. Das Reservoir über dem Camp sprengen. Die Frage ist jetzt, über welchem Camp? Will er das hier zerstören, das quasi Skizu ertränkt? Ich glaube aber eher, will das Camp von den Rippern zerstören, wo wir ja auch schon waren in den letzten Folgen. Da wurden wir ja gefangen genommen, der Skizu hat uns ja verraten, der tolle Mensch. Das war ja hier drüben, ist eigentlich gar nicht mal so groß, wenn wir uns das mal anschauen. Hier oben. Jetzt wissen wir Bescheid. Guck mal einen an, das Reservoir über dem Camp. Das ist ja der Teil, den wir damals schon gesehen haben, wo ich gesagt habe, da müssen wir unbedingt hin, da müssen wir unbedingt gucken, was es dort so zu finden gibt. Genauso wie die Straße hier entlang, da würde ich mich auch ganz gern umschauen. Bei dem Häuschen hier drüben haben wir uns schon umgesehen, aber hier möchte ich mich umschauen, hier möchte ich mich umschauen, hier möchte ich mich umschauen. Also es gibt hier schon noch einiges zu entdecken und anscheinend fahren wir wieder da nach drüben. Triff dich mit Boozer, das könnte klappen, könnte heißt nicht, wird unbedingt klappen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was dann da vielleicht noch alles rauskommt. Ich würde auch ganz gerne nochmal ins Camp zurückfahren, einfach nur mal um zu gucken, ob wir halt möglicherweise in dieser Haupthütte doch noch irgendwas finden können, was wir bisher nicht gefunden haben. Da waren wir ja ziemlich limitiert in unserer Vorgehensweise, als wir das erste Mal da waren, als wir hier gefangen genommen wurden, denn da konnten wir verschiedene Wege nicht gehen, dann konnten wir nicht zurückgehen, weil wir das Missionsgebiet schon verlassen hätten. Ich würde ganz gerne, bevor wir das hier alles unter Wasser setzen, wenn das möglich ist, hier gerne nochmal vorbeischauen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Das ist das erste Ding. Nettes Gewehr. Oh ja, ein kleines Geschenk von Skizu. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Ah, verdammt, Skizu. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie arbeitete südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Und beigebracht, man fährt. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und die ersaufen alle wie die Ratten, wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Und wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Sind wir schon im Ripper-Gebiet? Jetzt müssen wir... Ach nee, wir sind hier erst, okay. Nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, ne? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Hoppla, fast dagegen gefangen gegen den Pfosten hier. Wir wissen ja schon genau, wie wir da hinkommen. Es gibt ja mehrere Wege eigentlich. Einmal mit Bike, einmal ohne Bike. Ich würde ganz gerne mit Bike fahren. Ich hoffe, das funktioniert auch. Oh, die wissen schon, dass wir kommen. Guck mal einer an. Ich würde mal sagen, wir parken mal hier. Ripper davon. Ja, haben wir schon gesehen. Ich sehe sie. So, wir können ja mal gucken. Ach, keine Munition hier drin. Scheiße. Ripper. Seht euch mal meinen Arm hier an. Das ist für euch. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Okay, und der Bruder geht mal vor. Ohne Bewaffnung. Huch, was macht denn der? Achso, da ist noch jemand. Ich dachte, der prügelt gerade auf die Leiche ein. Noch mehr, Ripper. Noch mehr, ich wollte gerade wieder zurückgehen. Ich hab sie. Ich hoffe, wir können da noch ein bisschen looten. Warte mal, die Munition nehme ich mal gleich mal mit.
Ja. Angst habe ich, mein Lieber. Ich glaube aber auch. So, fahren mit Busan zum Damm. Ich würde ganz gerne erstmal das hier reparieren, bevor uns das komplett, alles okay? Den Geist aufgibt. Es ging mir schon besser. Na gut, komm schon. Bring bis zu. Okay, ja. Ich würde ganz gerne nur looten. Ich bin dabei. So ein bisschen zumindest. Nur so ein ganz kleines bisschen. Da können wir eh nichts looten. Das ist alles zu. Da ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Den haben wir schon. Das Taxi können wir auch nicht looten. Überall sind die Motorhauben offen. Wir wissen ja, wenn die Motorhaube auch nur so ein kleines Spältchen offen ist, geht's nicht, dass wir da irgendwas rausholen können aus dem Teil. Und mal wieder sind wir im Ripper-Gebiet und eigentlich haben wir diesmal den... Nein, eigentlich nicht, weil die haben ja auf uns geschossen. Wir könnten ja sagen können, okay, wir fahren hier einfach nur gerade kurz ein bisschen spazieren. Wir wollen hier tanken, beispielsweise. Wir wollen hier tanken und die haben auf uns geschossen. Die haben den Vertrag zuerst gebrochen, wir haben uns nur gewehrt. Können wir sagen, falls uns irgendjemand fragt. Aber ich glaube nicht, dass uns irgendjemand fragen wird, wenn ich ehrlich bin. So, Medikits haben wir 8, da brauchen wir das nicht unbedingt. Na gut. Ach, da ist er ja schon. Warte mal, dann holen wir uns die Pilze hier auch nochmal ganz kurz. Ich würde das da drüben mal ganz gerne ein bisschen gechillter angehen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nämlich eher erstmal gerne hier hinfahren. Das geht ja, wenn wir hier durchkommen und dann hier gleich rechts abbiegen, dann würde ich mir ganz gerne die Tankstelle oder was das auch immer da unten sein mag anschauen. Dann würde ich die Hauptstraße hier gerne entlang fahren. Hier könnte man theoretisch auch mal vorbeischauen. Keine Ahnung, was das da wieder für ein Gebäude ist. Das ist auch riesengroß, wie man sehen kann. Also es gibt ja doch noch ein bisschen was zu entdecken. Das da oben kennen wir schon. Da ist der Flugzeugabsturz, also den Teil kennen wir schon. Den hier aber noch nicht. Wir gucken einfach mal ein bisschen, würde ich sagen. Sonst sprengen wir da alles in die Luft. Nachher ist alles überschwemmt und wir kommen nirgendwo mehr hin. Das wäre ja auch doof. Da würde ich sagen, wir gehen das Ganze immer ein bisschen gechillter an. Gucken uns vorher lieber mal alles an. Auch wenn wir es vielleicht zweimal sehen, falls wir dann später eine Mission dort haben sollten oder so. Aber dann kennen wir zumindest alles. So, mal ganz kurz hier gucken. Wir müssen jetzt nach Süden. Warte mal. Ich komme schon. Da können wir nämlich wieder looten. Da haben wir das Auto. Wir haben gerade ein bisschen von unserem Schrott verbraucht. Warum haben wir denn eigentlich noch 8 Stück? Ach so, wir haben hier was dazu bekommen. So, ein bisschen zumindest. Cool wäre auch ein Schalldämpfer. Haben wir irgendwo einen Schalldämpfer dabei? Leider gerade nicht. Den gibt es ja auch hin und wieder mal bei so einem Auto. Und wir haben leider jetzt auch nicht unsere leise Waffe dabei. Das heißt, wir können hier gar nicht leise vorgehen. Wurfmesser oder sowas gibt es ja hier nicht. Wir haben nur den Bogen. Und irgendwas haben wir hier auch schon gleich wieder. Also die Armbrust, den Bogen haben wir ja eigentlich gar nicht. Was war denn das? Irgendein Nioh-Gebiet? Was stand denn da gerade? Stand da nicht Nioh in der Nähe? Irgendwie sowas? Ja, man sieht es ja hier auch. Männer in gelben Anzügen heißt, Nioh ist hier. Wo ist denn Busa eigentlich? Bleibt der da hinten oder wo ist denn der hin? Wo ist der denn hin? Busa? Ach so, steht ihr da. Ich dachte, oh, hat sich versteckt da hinten. Da drüben redet aber auch irgendjemand. Von da oben. Und das hier ist definitiv so ein kleines Nioh-Lager. Oder war zumindest irgendwann mal eins. Wo reden die denn von ganz da oben? Wäre möglich. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal da unten um. Was haben die denn hier gemacht? Ein Lagerfeuer. Ach du Scheiße, da haben die irgendjemanden verbrannt hier. Ja gut, wäre ja nicht das erste Mal. Wir wissen ja Bescheid. Wir haben das ja auch gesehen, als wir mit Skizzo den Ausflug hierher gemacht haben. Da werden die Leute hierher gebracht, gefoltert und dann den Freakern geopfert. Könnten sich ja selber opfern. Wenn die da schon so geil darauf sind, dass den Freakern gut geht, warum opfern die sich nicht selber? Warum muss da irgendjemand Unschuldiger ran, der das gar nicht möchte? Tanken könnten wir auch. Ich denke, wir haben aber genug. Vierte irgendwas.
Ich frag mich gerade, ob das alles die Flüger waren oder die Ripper waren. Ich denke mal, zuerst werden die Flüger hier durchgekommen sein und irgendwann mal später haben die Leichen gefunden, die hier aufgeknöpft. Ich glaube nicht, dass die Ripper schon so früh so stark waren, dass sie ein komplettes Lager hätten einnehmen können. Ganz ehrlich, das alles aufbauen und so weiter und so fort, die sind ja schwerst bewaffnet, die Männer in Gelb. Also von dem her, ich glaube nicht, dass die Ripper für die Tode hier zumindest verantwortlich sind. Fürs Aufhängen natürlich schon, aber ich denke mal, dass da zuerst eine Flügerhorde durchgebrauscht sein wird. Die wird hier alles gekillt haben und dann haben die Ripper zum Schluss die Leichen gesehen und hier eben auf die verschiedenen Holzdinger drauf geklopft. So wird es vermutlich gewesen sein. Mal ganz ähnlich, wenn da 5 von den Männern in Gelb von den Soldaten stehen und da ein paar so Ripper ankommen, die schießen die weg. Die schießen uns schon weg und wir sind auch bewaffnet. Die Ripper haben ja eigentlich nur so eine Standardbewaffnung, wenn überhaupt. Also von dem her, ich denke mal eher, da werden die Flüger vorher einiges getan haben und dann die Ripper eben den Rest. So wie es hier jetzt aussieht. Viel zu finden ist ja hier nicht mehr. Alte Baracken. Das war wahrscheinlich früher irgendwann mal so eine Medizineinrichtung. Das kann ich mich noch dran erinnern. Da waren immer diese coolen Fußbütchen da drin. Die finde ich sehr cool. Gefallen mir sehr gut. Das war meistens irgendwie so eine Medizineinrichtung oder Schlafenseinrichtung. Oh. Ein bisschen Ipka-Technologie. Keine Ahnung, warum wir die eigentlich die ganze Zeit sammeln. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem machen können. Haben wir sicher schon 100 Stück von denen mit uns. Da ist nix. Vor allem, wie lange das dauern muss, diese fetten Holzstämme dann in den Boden zu klatschen. Ich meine, die sind ja stabil. Das ist nicht unbedingt so ein kleines Ästchen, was die da reingepfeffert haben. Ich weiß nicht. Warum lassen die nicht einfach den Zaun, der da steht? Gut, der ist natürlich nicht so stabil. Wenn da irgendwie eine Horde oder sowas angreift, dann wird die direkt mal gepfählt. Aber ganz ehrlich, das wollen die ja gar nicht. Die wollen ja, dass denen gut geht. Die wollen die ja nicht umbringen. Aber da steckt schon viel Arbeit dahinter. Also das muss man denen lassen. Da steckt schon viel Arbeit, dieses Kunstwerk hier. Ist da was drin? Nee. Da ist auch nichts. Da ist noch so ein Van. We are many, we are one. Na gut, den Spruch kennen wir auch schon. Oh. Und da wäre das hier. Und wir haben blöderweise, guck mal, jetzt haben wir sogar ein bisschen Munition dabei, aber leider keinen Schalldämpfer. Das heißt, wir müssen das jetzt einfach so runterschießen. Hab ich mir doch gedacht, dass wir da irgendwo wieder sowas finden werden und irgendwo den Strom wahrscheinlich anschalten müssen. So, hier hätten wir das nächste. Da oben wäre auch noch eins. Ich hoffe nur, hier ist nicht irgendwo in der Gegend wieder so eine Horde oder sowas, die jetzt gleich darauf anspringt, auf unsere Schießereien hier. Könnte nützlich sein. Und hier werden wir wahrscheinlich noch nicht reinkommen. Beim Strom. Ja, genau. Ach, scheiße. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wo der Generator ist, den habe ich noch gar nicht gefunden bisher, muss ich zugeben. Ah, hier. Nummer 4. Nummer 5. Aber wenn auf unsere Schüsse niemand reagiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand reagiert hätte, wenn wir die Dinger erst nachher runterschießen würden. Oh, da oben ist noch eins. Das sollten jetzt aber alle gewesen sein, denke ich. Ach nee, da drüben ist auch noch eins. Guck mal. Ja, da hängen doch einige. Da hängen wirklich einige. Ich glaube, jetzt haben wir's. Gucken wir mal. Da drüben irgendwo habe ich gesehen vorher diesen Benzinkanister. Sprit. Irgendwo da oben quatscht irgendjemand. Ich weiß nicht, ob das der Bruiser ist, der uns da irgendwas erzählen möchte oder sonst doch irgendjemand. Aber ich denke mal, eine Horde werden wir hier nicht finden. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal. Wir schalten das Ding mal ein, gucken, ob da noch irgendjemand losplappert, ob wir noch irgendeinen Lautsprecher vergessen haben. Und ansonsten war es das. Dann gucken wir, was wir finden können. Kaputt. Was? Na dann. Das ist das erste Mal, dass sowas kaputt ist. Ach ja. Ah, sieht gut aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es ja abgeschalten. Das wollte ich gar nicht. Das hört sich gut an. Okay, das Lichtlein brennt.
Lautsprecher ist keiner mehr da. Sehr gut. Und wir sollten jetzt reinkommen. Ach, also, mal sehen. Sehr schön. Was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Kontrollpunkt? Ah, da, jetzt haben wir ihn. Da, guck mal. Das Ende der Welt. Rogue Tunnel. Nivo-Kontrollpunkt. Plündere die MMI. Iron Mike, steige das Vertrauen ein bisschen. Oh, und ein Zettelchen. Mobile medizinische Einheit, Befehl TS-27. Na, gucken wir mal, was da drin steht. Die Frage ist, wo finden wir das denn hier wahrscheinlich, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das finden wir hier. Aufzeichnungen der mobilen medizinischen Einheit. Da haben wir das Befehl. TS-27-760-GDQ. Ein Memo, das den NIO Aufklärungsbemühungen gegen RIP ausführt, also gegen den RIPper-Clan und den Einsatz extremer Gewalt gegen sie autorisiert. National Emergency Response Organization, eben NIO, Memo zu Niederschrift an sämtliches NIO-Personal in der Quarantänezone um Iron Butte. Befehl TS-03-900-SQM, der den Kontakt zu Mitgliedern des Rest in Peace-Kults beschränkt, wird aufgehoben. Weiterhin gilt bei Kontakt mit Mitgliedern des RIP-Kults äußerste Vorsicht. Berichte, dass die Mitglieder des Kults unter Drogeneinfluss extreme Gewalt gegen Zivilisten, Militär und Bundesbehörden einsetzen, wurden bestätigt. Sämtliches NIO-Personal ist autorisiert, gegen bestätigte Mitglieder des Rest in Peace-Kults extreme Gewalt einzusetzen. Wiederhole, extreme Gewalt ist autorisiert. Von Michael J. Kapersky, NIO-Sicherheitschef zur NIO-Verwendung Format 277 OKI. Das heißt also, auch NIO hat den Befehl, wenn ihr wollt, dürft ihr schießen. So, das Gute ist, wir haben jetzt endlich mal einen Waffenschrank, da können wir direkt mal unsere Armbrust hier wieder mitnehmen. Welche ist denn jetzt die bessere eigentlich? Die Drift-Armbrust oder die hier? Ne, die Drift-Armbrust ist die normale, okay. Also, die normale, die bessere. Lassen wir seine Waffe da einfach draußen liegen. Na, auch schön. Okay, aber keine Bolzen blöderweise mehr dabei. Schade. So, da waren wir noch nicht so fündig, wie ich es mir gedacht habe. Da müssen wir, glaube ich, noch irgendwo anders rein. Da hinten möglicherweise. Denn es gibt bestimmt auch hier wieder irgendetwas, was wir nehmen können. Oh. Irgendwo ist ein Freaker. Was wir nehmen können zum Aufleveln. Da vorne, die große weite, weiße Box. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Ja, die haben immer dasselbe hier eigentlich, aber okay. Was nehmen wir denn diesmal? Konzentration, Ausdauer, Gesundheit. Ich würde sagen, wir nehmen mal nochmal die Ausdauer. So, das wäre der Rogue Tunnel NIO-Kontrollpunkt. 2000 Punkte obendrauf. Sind wir mittlerweile bei 63%. Ein bisschen was fehlt uns noch, aber ich rieche schon den nächsten Levelpunkt. Und das Vertrauen von Iron Mike steigert sich auch noch ein bisschen um 450, aber auch da noch einige 1000 Punkte, die fehlen, bis wir dann eben auch hier das Maximallevel erreichen. Wenn wir die 25.000 haben, dann sind wir ja auch bei Iron Mike mit dem Vertrauen durch. Das Ende der Welt, 67%, auch hier bei 2/3. Ich muss so viele NIO-Informationen wie möglich sammeln und herausfinden, was hier draußen passiert ist, dass alles in den Bach runterging. Gut, ich glaube, das wissen wir jetzt größtenteils eh schon, 67%, also ein bisschen was kommt da auch noch auf uns zu. Sind das Steroide? Ja, weiß ich nicht. Jetzt auch nicht mehr nachfragen, oder? Nach 20 Mal, nachdem wir uns das schon reingehaut haben, ist auch schon wurscht. Wo ist denn der jetzt? Oh! Hier. Gute Nacht. Ist, glaube ich, sogar ein Bleacher gewesen. Jep. So, gucken wir mal hier nochmal ganz kurz rein. Ich glaube, hinten können wir auch nochmal schauen. Ein bisschen Schrot. Also Schrott. Schrot ist ja wieder was anderes. So, dala. Und jetzt scanne ich mal ganz kurz die Umgebung, weil ich glaube, da werden wir relativ wenig rausfinden. Nur um zu gucken, ob wir da möglicherweise irgendwo diesen kleinen dieses kleine Bäumchen haben. Für unsere Bolzen leider Gottes hier gerade nicht. Schade, hätten wir gut nutzen können. Wir haben ja eh keine Bolzen dabei, brauchen sowieso welche. Aber es gibt hier kein Bäumchen. Leider. Na gut. Na gut, wenn wir schon mal da sind, wir nehmen das mal mit. Gehen mal nach oben. Hier haben wir alles angesehen, was wir ansehen können. Tanken mal unser Gefährt auf. Können wir das überhaupt auftanken müssen? Ich weiß gar nicht. Können wir das überhaupt auftanken? Nee, wir können nur fahren. Okay. Na komm, Buser, dann schwing dich rauf da.
Und wir fahren mal ein Stück weiter. Aber nicht ganz so weit, denn wir wollen ja eigentlich nur darauf. Sind da welche? Nee, sieht verlassen aus. Oh, Missionsgebiet wird verlassen, da kommen wir gar nicht hin. Scheiße. Kommen wir jetzt vielleicht hin? Okay, also wenn wir gerade nicht auf dem Bike sitzen, würden wir hinkommen. Sehr gut. Na, guck mal, einen Strauch haben wir da unten auch. Sehr schön. Ein Wüstennesselbaum. Schau mal einer an. Gucken wir mal ganz kurz hier auf diesen kleinen Posten hinauf. Da ist ja niemand. Nur mal schauen, ob wir da oben vielleicht was finden können. Aber ich glaube nicht, das ist nur so eine kleine Holzkonstruktion. Ja, runter hier wieder. Na, jetzt bin ich gespannt. Können wir da rüberlaufen oder geht das nicht? Ist das auch was Sammelbares? Nee. Und das da? Auch nicht. Okay. Weil es gibt hier bestimmt wieder andere Pflanzen, die wir sammeln können. Guck mal, wir würden sogar hinkommen. Also wenn wir nicht gerade auf dem Bike sind, dann würden wir da sogar hinkommen. Cool. Müssen wir halt alles zu Fuß gehen, aber ich wollte ja eh nur bis hierhin. Mehr wollte ich ja gar nicht. Eieieiei. Hier ist ganz viel Blut. Auch da drüben ist ganz viel Blut. Und Ripper gedönst. Tremble haben wir hier. Ein Laken haben wir hier. Und eine riesige Folterstation haben wir hier. Da oben hängen die Leichen. Ach du Scheiße. Was machen diese Leute hier? Da oben hängen die Leichen. Da hängt überhaupt nur noch der Oberteil. Der andere liegt da unten schon rum. Was machen die hier? Und warum machen die das? Was gibt denen das? Sind das die Drogen? Würden die normal gar nicht so agieren? Agieren die nur durch die Drogen so? Oder was? Zum Glück ist keiner da. Die würde ich ja gleich alle niederballern. Eieieiei. Und da haben wir das Feuer. Da haben wir ja tanzen gesehen vor ein paar Folgen noch. Zu weit weg vom Bike? Na, sehe ich anders. Ich komme ja hier mit Bike gar nicht her. Das ist ja das Problem. Da unten wird es wohl nichts geben. Oh, aber hier gibt's was. Hallo? Snowbrush Ranch Alpaka Farm. Etwas beim Tourismus. Da gucken wir direkt mal. Siehst du, deswegen komme ich hier, weil wir da vielleicht was finden können, was wir sonst hätten auslassen müssen. Beim Tourismus. 50%, genau bei der Hälfte sind wir. Und damals Nummer 27, kurz vorm Schluss. Snowbrush Ranch, die Alpaka Farm. Das sieht ja lieb aus. Ach, guck mal, wie süß. So süß war das früher hier. Und jetzt hängen die Leichen in der Scheune. Das gibt's ja nicht. Eine Broschüre über die Alpaka-Zucht gefunden in der Snowbrush Ranch im Iron Butte. Snowbrush Ranch Alpaka Farm, sie möchten also Alpakas züchten. Besuchen Sie die Snowbrush Ranch, geöffnet von Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr. Das sind aber komische Öffnungszeiten. Warum Alpakas züchten? Alpakas gehören zu den besten Nutztieren der Welt, dank der stetig hohen Nachfrage nach Textilien aus ihrer Wolle. Sie sind charismatisch, lassen sich gut auf kleinen Farmen und Höfen halten und erzielen Einkommen aus Wollproduktion und Zucht. Alpakas sind kleiner als ihre Verwandten, die Lamas, und produzieren hochwertigere Wolle, die in der Kleidungsproduktion verwendet werden kann. Außerdem sind sie beliebte Ausstellungstiere und dank eines weiten Spektrums an Fellfarben unglaublich vielseitig. Alpakas sind neugierig, liebevoll und leicht zu erziehen, was sie zu tollen Haus- und Nutztieren für Menschen aller Alters- und Erfahrungsstufen macht. Erste Schritte. Beim Aufbau ihrer eigenen Alpaka-Farm gibt es einiges zu beachten. Zunächst empfehlen wir Besucher auf den Alpaka-Farmen in ihrer Nähe, um einen genauen Blick auf die Zukunft zu werfen. Dort können sie die Umgebungen kennenlernen, in denen die Alpakas gehalten werden, erhalten Rat und sammeln erste Erfahrungen. Ist ihre Entscheidung getroffen, lohnt es sich, die Finanzierung mit einem Wirtschaftsberater zu klären. Die Alpaka-Zucht ist eine lohnende und wundervolle Lebensweise, die jedoch zunächst erhebliche finanzielle Finanzmittel erfordert, vor allem, wenn sie nicht bereits Land oder eine Farm besitzen. Als nächstes müssen Sie für die Unterbringung sorgen. Sie benötigen eine kleine Ranch mit Farmland sowie eine Scheune oder einen Unterstand für Ihre Alpakas. Diese Ranch muss Ihre Versorgung sichern, Sie im Winter warm halten und Ihnen abends und nachts angemessenen Schutz bieten können. Wenn Sie gerne Alpakas besitzen möchten, sich die Anschaffungs-
sich die Anschaffung und Unterhaltung einer Ranch aber nicht leisten können, können sie ihre Alpakas auch in die Obhut eines Züchters geben. Gegen eine monatliche Gebühr kümmern sich die Züchter um Unterbringung und Futter für ihre Alpakas, sodass sie sich auf die Dressur und Sozialisierung konzentrieren können. Eine eigene Ranch zu besitzen hat viele Vorteile, doch indem sie ihre Alpakas bei ihrem Züchter lassen, können sie erhebliche Kosten bei der Instandhaltung der Ranch sparen. Diese Option empfehlen wir, wenn sie nur ein oder zwei Alpakas halten möchten. Die Snowbrush Ranch ist eine zertifizierte Anlage zur Zucht und Unterbringung von Alpakas. Bei Interesse können Sie sich gerne hier melden. Beim Aufziehen Ihrer eigenen Alpaka-Farm gibt es noch weitere Dinge zu beachten, zum Beispiel die Unterbringung, Koppeln, Weiden, Zugang zu Stromversorgung und tierärztlicher Betreuung, Nutztieranhänger und Transportmittel, Ausrüstung, Hilfsmittel zum Scheren, Futterlagerung und Verarbeitung sowie Bewässerung, um nur einige zu nennen. Fragen Sie beim Bunter Alpaka-Besitzer oder bei Ihren Freunden auf der Snowbrush Ranch nach Beratungsgesprächen und zusätzlichen Informationen. Wir hoffen uns darauf, Sie bald in der Alpaka-Familie willkommen heißen zu dürfen. Gebühren und Preise in der Snowbrush Ranch Alpaka Farm. Wir auf der Snowbrush Ranch züchten Alpakas nicht nur wegen ihrer Wolle, sondern auch als Ausstellungstiere. Alle unsere geeigneten Alpakas werden dressiert und in ganz Oregon ausgestellt, viele darunter auch prämiert. Wir nehmen die Zucht und Dressur hier sehr ernst und engagieren uns für unsere Tiere. Die Kaufpreise für Snowbrush-Alpakas sind abhängig von Abstammung, Alter, Fell und Stammbaum der Tiere. Wenden Sie sich für Gebühren und Preise bitte an uns. Alter Falter, wie genau das hier alles beschrieben wurde. Man braucht eine Ranch, man braucht eine Unterkunft, man kann, wenn man keine Ranch sich leisten kann oder keine besitzt, kann man die auch irgendwo anders hinstellen, zu einem Züchter geben. Alter Falter, und das alles nur in diesem kleinen Heftchen. Wie detailliert das hier alles steht, ich bin erstaunt. Cool. Also, wenn du eine Alpaka-Farm gründen möchtest, dann geht's erstmal durch Snowbrush Ranch. Da wirst du auf jeden Fall die ersten Infos bekommen. Schön. Schön, schön, schön. Das war wahrscheinlich irgendwann mal der Besitzer hier von dem Ganzen. Jetzt liegt er da in so einem Gewirr drin. Da liegt auch noch einer. Die Snowbrush Ranch. Wenn die das gewusst hätten, was da heute draus wird. Kann man eigentlich irgendwas herstellen? Wir finden hier so viele Sachen. Rohrbomben und so, aber leider Gottes nichts dabei, was wir herstellen können. Wir haben alles schon. Oh. Was war mal da? Achso, den Eingang. Okay. Eieieiei. Also ganz ehrlich, hier kann ich mir schon vorstellen, dass das die Reaper waren, weil so richtet dich kein Flüger zu. Der frisst dich zumindest danach, aber hier liegt nur Blut ohne Fresserei. Das werden dann wohl die Reaper gewesen sein. Man sieht ja hier auch überall die Markierungen. Dreckig wie immer, aber gut, das ist überall so. Das ist nicht nur bei denen so. Dreckig ist es überall. Und ich vermute mal, auch die hier werden den Reapern zum Opfer gefallen sein. Eieieiei. Also ganz ehrlich, lieber bekämpfe ich eine Horde. Oder eigentlich muss ich es andersrum sagen. Lieber bekämpfe ich Reaper und hab die weg vom Fenster als so eine Horde. Oh, na gut. Guck mal, jetzt können wir uns endlich was herstellen. Und da war ja damals der Punkt, wo wir runtergekommen sind. Wir sind ja von hier gekommen. Oh, da liegt ja noch einer. Kommt denn der her? Ripperschläger. Da sind wir runtergekommen. Warte, da drüben möchte ich mich auch noch ganz kurz umschauen. Die Alpaka-Farm. Na gut, die werden jetzt eh schon alle tot, wenn die dann niemand füttert, 2 Jahre lang. Wahrscheinlich haben die Ripper die schon gegessen, keine Ahnung. Es wundert mich ein bisschen, dass das nicht Kannibalen sind, muss ich zugeben. Handfeuerwaffen, Schalldämpfer, sehr schön. Und ein bisschen Schrott, den wir gar nicht brauchen. Okay. 10 Schrott haben wir, da haben wir auch alles. Da liegt auch noch ein bisschen Schrott. Da ist so eine Seemaschine oder was auch immer. Hab schon lange nicht mehr den Farmmanager gespielt. Ich kenne mich gar nicht mehr aus mit den Gerätschaften. Ja gut, das wäre also irgendwann mal eine Alpaka-Farm gewesen, eine ganz schöne. Und jetzt brennt sie hier, überall sind die Leichen aufgeknöpft. Na, herzlichen Glückwunsch. Da werde ich ja noch wütender, wenn ich das sehe. So, was macht der Buser da? Der ist im Boden versunken vor Scham. Wahrscheinlich, weil er so lange hat warten müssen auf uns. Okay, jetzt waren wir hier oben. Das haben wir alles gesehen. Also nur hier waren wir ja. Wir sind aber nicht da oben. Waren wir ja schon irgendwann mal. Aber hier waren wir jetzt. Dann würde ich ganz gerne mal hier vorne halten. So, Busa, rauf da. Ich hoffe, der kann sich noch bewegen. Hopp. Hallo? So. Jetzt geht's los. Ich dachte schon, er kommt da nicht mehr rauf.
Warum ist da unten jetzt eigentlich eine Leiche? Was können wir denn hier noch looten? Da sind mehrere Leichen da hinten auch, aber die kennen wir ja schon. Sind da welche? Ach nee, das ist nur durch den Lautsprecher, okay. Ja, können wir den vielleicht auch zerstören? Ich schütze ja auch die Umgebung nämlich vor euch. Das Erwachen ist nah. Einfach deine Worte in Frieden ruhen. Eine Ripper-Predigt. Huch, da bin ich im falschen Menü, hier wollte ich rein. Eine Ripper-Predigt. Wo haben wir das denn schon wieder? Tarnspieler im Camp? Ah, hier. Nummer 12. Kanos Ripper-Predigt über das nahende Erwachen. Das Erwachen kommt. Ich habe es gesehen. Habe das Flüstern von Leid und Rebellion auf den Lippen der Verirrten gehört. Und wenn die Verirrten sich erheben, um die Freien zu vernichten, dann werden wir am dringendsten gebraucht. Alles, was wir tun, bereitet uns auf das Erwachen vor. Wir müssen die Freien beschützen. Beschützen vor Grausamkeit und Boshaftigkeit. Wir schützen den einen Geist vor der Zerstörung durch jene, die zu ignorant sind, um zu erkennen, was er bietet. Nur wir, die gefunden, die Gründer können die Freien schützen. Und wenn wir die Freien schützen, beschützen wir die Welt. Also ganz ehrlich, ich frage mich, ob der den Scheiß, den er hier erzählt, selber glaubt. Oder ob der das irgendwie nur erzählt, damit er quasi noch sein Team um sich herum hat. Vielleicht glaubt er das ja gar nicht. Vielleicht fühlt sich der jetzt nur irgendwie hier gut, weil er eben seine Leute um sich herum hat. Weil die den Scheiß glauben, den er erzählt. Aber vielleicht erzählt er selbst nur irgendeinen Blödsinn, den er gar nicht selber glaubt. Aber es halt vorgibt zu tun. Eine Rohrbombe können wir herstellen. Sehr cool. Machen wir das vielleicht sogar gleich mal. Kleines Rohr. Das habe ich auch. Nee, mal ist natürlich riesengroß. So ein fettes Metallrohr ist das. So, da haben wir noch was. Wem ist der hier zum Opfer gefallen? Ich glaube, das könnten sogar Füger gewesen sein. Er sieht ein bisschen aufgefressen da beim Bauch aus. Anscheinend der alte Werkstatt mal gewesen hier bei der Tankstelle. Hier sieht man es ja, Autos wurden da anscheinend repariert. Da hinten stehen ein paar Ersatzreifen rum. Da ist der Rest der Tanke. Da sind die Klos. Uah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn? Ist der explodiert da drin? Was ist denn mit dem passiert? Da ist überall Blut an allen Wänden. Ist der explodiert da drin? Ach du Kacke. Ja, aber ich denke mal, hier wollten die Ripper, die Füger erstmal angreifen. Man sieht ja hier auch im Fenster rumliegen. Out of order, out of order. Tanken können wir hier definitiv. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Wir sind ja eh voll und können, glaube ich, auch gar nicht. Weil wir ja gerade in einer Mission sind. Was ist denn da alles? Paskai? Outghost? Ne, Cutghost oder Outghost? Cutghost? Kann man gar nicht alles lesen hier. Ganz viele Namen, ganz viele Graffitis. Die stammen vermutlich noch von der Zeit, als alles gut war. Da liegt der letzte Dreck rum von den Leuten, die fliehen wollten. Oder die möglicherweise gefangen genommen wurden. Wir haben ja so Köfferchen auch gesehen, als man bei den Rippern zu Hause waren, Baseballschläger. Ach du Scheiße, da ist ja komplett viel Blut da drin. Wie kommt denn das da alles rein? Da hat man ja, glaube ich, eine Leiche hin und her geführt. Da drin. Halleluja. Ist da auch was? Nee. Aber auch ein paar tote Ripper. Also anscheinend hat es da vielleicht einen kleinen Kampf gegeben. So, mal gucken, ob wir hier möglicherweise noch ein bisschen Munition finden können. Nee, sind wir schon komplett voll. Okay. Nachladen können wir auch nichts. Na gut. Da vorne brauchen wir auch nicht schauen. Das eine, das lasse ich jetzt mal.
Ei. Überall Blut, überall Tod und überall Verwesung. Die liegen nicht erst seit gestern da, das ist schon lange passiert. Da oben hängt auch einer rum. Ist das sogar ein Bleacher? Ich glaube, das ist ein Bleacher. Was macht denn der hier? Lebst du noch? Hoffentlich nicht. Und überall die Zeichen der Ripper. Überall. Mit Blut beschmiert oder mit diesen komischen Laken oder eben mit dem Holzgestell. Überall haben wir eine Gebietsmarkierung von denen. Nur ist halt keiner da. Keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht sind die alle versammelt im Haupthaus. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall keiner. Ich würde sagen, wir machen mal, wenn ich so auf die Uhr schaue, eine kleine Folgenpause und gehen dann in der nächsten Folge, wenn wir können, vielleicht mal hier nach unten, oder? Sollen wir das mal versuchen? Was gibt's denn hier? Oder sollen wir das mal auslassen? Vielleicht nehmen wir das dann mal Rückweg mit. Mal gucken, ob wir da später vielleicht so oder so nochmal hinkommen. Ich würde ganz gerne, bevor wir hier hinfahren, nochmal ganz kurz hier ins Haupthaus fahren. Nur mal, um zu gucken, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Die kleinen Häuser haben wir ja schon abgecheckt, aber das große Haus würde ich gerne nochmal anschauen. Ob wir da irgendetwas mitnehmen können, ob da noch irgendwie von den Räumen, die einst gesperrt waren, ob die jetzt geöffnet sind oder so, das würde ich gerne mal anschauen. Ja, und dann geht's zum Staudamm mit uns, zum Wasserreservoir da nach oben. Da sieht man auch, da gibt es sicher einiges zum Entdecken. Und dann bin ich gespannt, ob wir das ganze Gebiet hier unter Wasser setzen können. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht hier in der nächsten Runde bei Let's Play Days Gone. Bis dahin, tschüss!